Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Ja, vorweg, das wird das letzte Video sein in dieser Serie. Wir werden morgen oder in den nächsten Tagen mit der neuen Serie starten. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht so ganz genau, ob es morgen losgeht. Liegt dran, wie stabil die Spielversion sein wird. Also ich werde reinschauen und ja, entweder gibt es dann morgens um 10 Uhr ein Video zu meiner Hardmode-Serie. Für diejenigen, die noch nicht reingeschaut haben, kann ich euch sehr empfehlen. Mir macht Spaß, es ist mal eine ganz andere Herausforderung, weil man auf andere Dinge achten muss. Und ja, irgendwann in den nächsten Tagen wird es dann mit der neuen Serie losgehen. Ja, ich habe eure Kommentare jetzt nicht gelesen seit dem letzten Video, weil ich da nicht zu gekommen bin. Werde ich aber auf jeden Fall noch lesen und auch beantworten. Und ja, wir legen hier einfach mal los und ja, wir werden in dieser letzten Folge hier noch ein bisschen ja, an unserer Erdoberfläche bauen und graben und ja, schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Mit 5 oder 6 wird das natürlich hier nichts. Wir müssen einfach mal alles hier jetzt ein bisschen höher setzen. Das kommt ja sowieso nicht mehr so ganz wirklich drauf an. Überall Grabaufträge verteilen. Erstmal ein bisschen aufräumen wieder und dann werden wir loslegen und neue Sachen bauen. Wie viel Stahl haben wir? 6,1 Tonnen. Naja, da kann man wenigstens ein bisschen was mitmachen. Was jetzt so clever ist, dass wir da während eines Asteroidensturms mit anfangen. Wahrscheinlich nicht, aber. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das ist die letzte Folge. Wir können mal ein bisschen was riskieren. Das machen wir auch. Natürlich auch schon ein bisschen was an Stahl verbaut auch. Was mich wundert, ist, dass trotzdem hin und wieder hier was durchgeflogen ist. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wenn ihr da eine Idee zu habt, immer her damit. Ich stelle einfach mal hier alles auf 8, auch die Container hier. Hier unten anfangen zu graben. So. Das fällt ja wohl nach. So, können hier dann noch ein paar Ziegel nachbauen. Jetzt auf jeden Fall schnell machen müssen, sind die Bunkertüren hier oben. Die Reparaturen laufen auf Hochtouren. Wieso hier jetzt ein vergrabenes Objekt im Vakuum ist. Auch interessant. So, dann wollten wir hier, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir es beim letzten Mal hatten. Hm. Jeden
Fall Fensterziegel gebaut, damit unsere Solarmodule dann nach dem Sturm funktionieren. Klappen bauen wir hier auch wieder hin. Ja, da geht's auch schon los. Aber gleich ein Überhitzungsschaden. Okay. Warum überhitzt das? Ey, klar, weil es zu warm hier ist. Ist schon logisch. Solarmodul. Ja, wir können es aber nur aus Glas bauen. Okay, was wir vielleicht machen können, um das Überhitzen zu verhindern. Könnten hier. Bauen. Müssen dann hier die Leiter verlängern. Hier auch unterhalb graben, sonst kommen wir da ja gar nicht hin. Muss ich nur noch mal überlegen, wie wir hier dann geschlossene Räume hinkriegen. Also wahrscheinlich macht es dann Sinn, hier unten Abyssalit. Ne, macht's nicht. Oh, der nächste Sturm kommt. Das ist noch nicht fertig. Gut, hoffe hier auch, das könnte gefährlich werden, genauso der Müde wäre. Ja, habt ihr überstanden, okay. Okay, also diese Tapeten hier scheinen sich auch nicht weiter aufzuheizen. Und hier die eine kühler ist. Würde mich auch mal interessieren. Das war ein kurzer Sturm. Sehr schnell, sehr ungemütlich werden. Ja, das habe ich befürchtet. Oh je, oh je, oh je. Es geht auch nicht, das einfach zu öffnen, okay. Dann machen wir mal hier eine Leiter. Nein! Ach, ich trab doch nicht hier. Das ist alles auf 8, also das, daran kannst du nicht liegen. Warum bringt denn keiner hier das Gold? Ja, jetzt geht's auch. Ja, stimmt, auf die Idee hätte ich auch früher hier kommen können. Du Burkhard, du musst auf jeden Fall in die Krankenstation. Ja? Okay, ist schon zugewiesen. Da ist er. Hat sich einen Sonnenbrand geholt. Na, schnell wieder fit werden. Na, wurde das auch schon gepflegt. Dann geht das bestimmt schnell. So, Automat.
Station ist hier hinten nicht fertig. Auch mal schnellstens bauen. So, und dann funktioniert das Solarmodul ja auch, wenn wir da Tapeten hinterbauen. Also ist eigentlich gar nicht so schwer. Gut, dann verlängern wir mal die. Ups. Fensterziegel. Und ja. Haben uns hier durch. Eigentlich Bunkerziegel, Bunkertüren. Kabel bis hier und dann Strom auch. Damit wir hier mehr Solarmodule hinbauen können. Wo hat denn jetzt wieder jemand Sonnenbrand und warum? Kerstin, oh, war einfach zu lange hier oben. Noch jemand Sonnenbrand. Okay. Vielleicht sollte ich hier oben das alles als erstes bauen, dann kriegen wir nämlich hier drunter keinen Sonnenbrand. Nicht erreichbares Bett. Burgkarte. Wieso kann der nicht zu seinem Bett? Naja, der liegt ja eh noch im Krankenbett. Wie lange ist er eigentlich? Ah, okay, Burkhard ist jetzt wieder fit. Luigi und Kerstin liegen noch flach. Okay. Die Frage ist, ob wir hier vielleicht die ganze Stromgeschichte noch ein bisschen umbauen müssen. Weil wir haben natürlich auf diesem Kabel dann jetzt hier wahnsinnig viel dran. 5365. Kommt denn das her? Guck mal, was da alles. oh Gott, da alles dran ist. Gerne hingehen und noch ein paar Tapeten mehr hier bauen. So. Da und da nicht. Und da kommen nämlich hier ein paar Batterien hin. Muss hier wahrscheinlich auch noch mal unterhalb ziehen, so.
Leiterkabel. Oder werden wir das hier anschließen und den Rest hier abtrennen? Kannst ja erstmal anschließen, vollladen lassen und dann trennen. Da ist mal wieder jemand eingesperrt. Kann ich denn nicht eigentlich? Muss ich mehr oder weniger selbst befreien? Ne, kann ich nicht. Gut, dann müssen wir hier. Den Chef hier erwischt in der letzten Folge? Ich weiß es nicht. Die Gefahr sehe ich auf jeden Fall. Ich glaube, es könnte noch mal gut gegangen sein. Achso, es ist Nacht, deswegen. Ich wundere mich schon, warum keiner mehr zum Bauen kommt. Die nächsten Solarmodule können wir ja eigentlich auch schon planen. Hier haben wir noch zwei Teile, die uns fehlen. Und dann ist eigentlich hier oben ja für die automatischen Türen alles fertig. Die Burkhard macht ein Nickerchen. Ja, was den Kosmos-Bereich kann ich vielleicht kurz was zu sagen. Im nächsten Upgrade gibt es bislang noch keine Änderungen diesbezüglich. Also das ist alles noch so, wie es jetzt auch war. Gibt ein paar schöne Sachen, aber ich will da nicht zu viel vorweggreifen. Also ich habe da schon ein Preview-Video gemacht. Vielleicht, wenn sich noch ein paar entscheidende Dinge zusätzlich ändern, werde ich noch ein zweites machen. Aber aktuell sehe ich das noch nicht als notwendig an. Deswegen brauchen wir das, glaube ich, nicht. Aber das kann sich ganz schnell ändern. Es ist ja noch über eine Woche. Und ja. Wobei in den letzten Tagen eigentlich selten viel Neues noch dazukommt. Da wenn er ja, bestimmte Sachen noch verbessert, ergänzt. Oder einfach nur ja, die Skins für verschiedene Maschinen werden getauscht und alles, was da noch sonst so. Ja. Die Batterien sind, glaube ich, jetzt alle angeschlossen. Dann würde ich sagen, wir zerlegen mal da das Kabel. Und dann sollte hier eigentlich alles von alleine laufen.
eben meine Ressourcen checken. Und da ist dann nochmal Diamant. Verschiedenes. Ah, okay, gut. Ja, wir haben noch ein bisschen. Sturm scheint es aktuell gerade nicht zu geben. Kann man eigentlich so einen Meteor-Scanner auch auf Fensterziegeln bauen? Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, worunter. Doch, unter Automation war der, glaube ich, ne? Ja, genau. Ich weiß, dass ich den schon einmal sehr, sehr gut. Oder sind Leitern? Legen wir mal eine. Scheint zu gehen. Wie schließe ich den denn jetzt an der Automation an? Mache ich den hier mit ran? Oder mache ich den hier ran? Ich glaube, wir machen das mal so. Hier unten ist fertig, die Batterien sind ordentlich befüllt. Kabel ist zerlegt und wir nutzen dann im Grunde den Strom nur von hier. Und ein Solarmodul. Ich bin mal gespannt, ob die das schafft, wieder voll zu laden, wenn wir hier gleich mal Strom gebraucht haben. Aber aktuell scheint es ja keine Stürme zu geben. Ne? Das ist viel. Das ist sehr viel. So, wir lassen die hier oben mal bauen. Können ja mal mit unserem Fazit beginnen, wobei ich das nicht zu ausführlich machen müsste. Er möchte. Hier haben wir halt eine Wohnung gebaut für den lieben Burkhard. Mit eigentlich allem, was man so braucht, außer Nahrung gibt es hier nicht. Wobei zur Not gibt es hier auch einen Verkaufsautomat, wo man was rausbekommt. Ja, unser Kühlraum hier, mittlerweile kühlt ja auch wieder ein bisschen mehr. Wir haben hier tatsächlich mal auch Minustemperaturen. Sogar dieser hier ist wieder im negativen Bereich. Ja, schön. Der Schornstein mit dem heißen Dampf. Okay, wir haben viel aus von dem Dampf ist jetzt zu Wasser geworden. Hat er denn... Ne, der hat gleich erst eine Ruhephase. Das wundert mich ja. Aber hier das Öl, ne? Schaut euch das an, 81,5 Grad. Wahnsinn. Dann haben wir hier 69 Grad, sogar das Öl hier wird wieder kühler. Okay. Ja, also dieser Schornstein wahrscheinlich in Verbindung mit diesen Abgasen hier, das mit dem Petroleum hat sicherlich auch nochmal geholfen, die Petroleumgeneratoren, ist scheinbar eine Bombenlösung dafür. Das funktioniert sehr gut. Ja, was haben wir hier, unsere Wassertanks, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Macht hier die Temperatur, ja, die ist glaube ich auch nicht aussagekräftig, weil da kein Dampf oder kein Wasser mehr dazugekommen ist, seitdem wir das Eis ausgelagert haben. Ja, hier, das
Funktioniert mit Sicherheit sehr gut. Ich bin es nur völlig falsch angegangen von den Dimensionen her. Wir hätten das viel größer bauen müssen. Das wird auf jeden Fall ein Comeback feiern in der nächsten Kolonie. Ist ein sehr gutes System. Trillium-Generatoren kann ich nur empfehlen. Also was da an Strom durchgeht. Wir haben jetzt, das habe ich mir vorhin schon angeschaut, zwar hier denn das Öldings leer gebraten, aber wir haben hier ja noch reichlich Petroleum in Reserve und Öl hätten wir auch noch ohne Ende. Wir haben überhaupt keine Slicks da im Einsatz, die uns Öl herstellen könnten aus dem CO2. Das haben wir auch gar nicht genutzt. Also Kapazitäten ohne Ende, das kann man schon so sagen. Das hier, ja, es kühlt auch langsam aus, aber so eine undichte Ölspalte im Eisbiom ist eher, geht so. Man sieht das, wie sich das hier aufgeheizt hat. Zwar ist es hier immer noch kühl, aber naja. Perfekt ist anders. Ne? Hier ist das komplette Eisbiom quasi Geschichte. Wird alles aufgeheizt. Ja, was haben wir hier noch? So, hier hatten wir nur einen Raum gebaut zum Kü minus 110 Grad, 113, 123, wow. 153 ist sehr kalt. Okay. Ist sehr kalt. Ja, hier haben wir unsere Hatchling-Station, die ich aber später auch eigentlich gar nicht mehr beachtet habe. Und genauso wie unsere Glanzdreckels, die produzieren weiter fleißig Plastik. Wir sind 15 bei 15,9 Tonnen. Ja, wenn man sowas erstmal am Laufen hat, dann läuft das quasi von alleine. Ja, bevor wir so in die Kolonie selber reinschauen, gucken wir mal eben, was hier oben passiert. Ja, wir schließen die Tore gerade. Okay, das war glaube ich gerade auch 17%, ne? Das ist ja schon mal ein bisschen besser. So, unsere Batterien überhitzen, das ist natürlich schlecht. Obwohl ich die aus Goldamalgan gebaut habe. Muss ich mir also merken, dass wir die Batterien besser dann beim nächsten Mal wieder irgendwo hier bauen. Außerhalb des Weltraums. Da ist ja gut, dass wir das hier noch gemacht haben, sonst hätten wir das jetzt nicht gewusst. Dann haben wir die mal auf 9, dass die noch schnell repariert werden. Also wirklich interessant, wo die den. Ah, weil die Ziegel hier unten so heiß werden. Den überhitzen. Okay, dann müssen wir die Ziegel aus Abyssalit mal neu bauen. Das ist das Problem, okay. Die Batterien alle. Interessant ist, warum das Solarmodul 0 Watt Leistung hat. Ist mir ein bisschen suspekt. Was ist das Lichtoverlay hier? Ah, jetzt geht es durch, okay. Dann geht also Licht hier erst durch, wenn die komplett geöffnet sind. Auch interessant zu wissen. Okay, gut.
Ja, wir machen weiter in unserer Kolonie. Eigentlich gibt es hier so ganz viel Spannendes gar nicht zu zeigen. Wir haben hier zwei Kompaktpuffs, die Oxylit erstellen. Also Sauerstoff fressen, erzeugen Oxylit. Natürlich sehr, sehr sinnvoll. Was mir gerade auffällt, der zweite Puff ist raus, obwohl ich den nicht rausgelassen habe. Also nach der Zeit scheint das ein Duplikant zu machen oder es passiert von alleine, das weiß ich jetzt nicht. Ja, ansonsten gibt es hier eigentlich nicht so ganz viel Spannendes zu sehen. Ich guck gerade mal. Ja, ausnahmsweise hatten wir leider diesmal einen Todesfall, Burkhard. Sei es nochmal gegrüßt an dieser Stelle. Ja, dumm gelaufen. Kann man nicht anders sagen. Es war ein Livestream-Opfer. Wahrscheinlich wäre mir das im normalen Video gar nicht passiert. Also wie gesagt, hier ist eigentlich nichts Besonderes, Erwähnenswertes. Wenn euch bestimmte Sachen interessieren hierzu oder ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne fragen. Aber ich glaube, ich habe in den Videos alles erklärt. Und einige oder die meisten von euch, vermute ich mal, werden den Großteil der Videos eh gesehen haben und deshalb Bescheid wissen, was los ist. Ja, dann werden wir hier gleich nochmal zum Ende die Metallraffinerie zerlegen, der immer noch sehr viel, sehr heißes Wasser ist. Das haben wir schon mal am Ende des Livestreams gemacht. Das werden wir gleich nochmal machen, um auch dazu uns anzuschauen, ja, was passiert. So, aber erst nochmal wollte ich hier hoch. Und ja, jetzt wo das Abyssalit ist, scheint das zu halten und die nicht nochmal wieder, die scheinen nicht nochmal zu überheizen. Aber warum? Ach so, weil die Batterien nicht geladen waren, deswegen sind die nicht vollständig geschlossen. Okay. Da besteht also noch Verbesserungsbedarf. Weil das wahrscheinlich funktioniert hätte, wenn die alle fertig gewesen wären, aber... gerne noch mal das hier alles freigraben. Hier dann alles rum. Weil ich das ja besser wie so machen kann. Und dann so. Kann die nämlich von unten aus die Solarmodule bauen, ohne dass ich jetzt so wie hier Leitern bauen müsste. Plötzlich geht es auch weiter, ne? Wer hätte das gedacht? Schließt sich gerade wieder. Wir kommen scheinbar trotzdem nicht über die 2 Kilowatt. Wir waren ganz kurz bei 2040, oder das war mal ein kurzer Sturm. So, okay, wir lassen die da oben weitermachen. Und wir zerlegen in der Zwischenzeit hier mal die Metallraffinerie, damit ich euch allen, die den Livestream nicht gesehen haben, den zweiten in dieser Serie, euch anschauen könnt, was passiert. Also man achte auf die Temperatur, wie sich jetzt der heiße Dampf hier verteilt und ja, einiges in der näheren Umgebung kaputt geht. Wenn ich das mal so sagen darf.
Es war beim letzten Mal noch extremer gefühlt, aber so. Man sieht schon, dass einiges kaputt geht hier. Aber nee, es ist jetzt eigentlich nicht so schlimm wie beim letzten Mal. Und wir lassen die da mal weiter reparieren. Oh. Hier ist eins kaputt gegangen. Und unser Meteor-Scanner hier ist auch kaputt gegangen. Interessant. Oh. Da ist jemand gefangen. Brauchen wir eine zusätzliche Leiche. Müssen wir frei. Ach, sehr gut. Ja, leider wieder ein Sonnenbrand, aber dadurch, dass hier der Meteor runtergeknallt ist, kann sich Burkhard jetzt selber befreien. Der Sturm ist vorbei, sehr gut. Ab aufs Krankenbett mit dir. Was auch ein bisschen, ja, ich glaube, man kann das ruhig nervig nennen, dass man nach jedem Sturm manuell wieder diese ja, Meteorbrocken eingraben muss. Das ist auch nicht sehr. Nicht zu Ende gedacht, so will ich es mal nennen. Okay, jetzt haben wir hier schon mal zwei im Einsatz. Dann würde ich das glatt nochmal riskieren und schauen, ob wir es jetzt hinkriegen. In der Zwischenzeit können wir hier schauen. Ja, ist hier noch einiges kaputt, aber nichts Dramatisches, wenn hier die Tür offen wäre, wäre das wahrscheinlich auch schon längst mal repariert worden. Aber eigentlich, okay, doch, es ist bis hierhin sogar Sachen kaputt. Aber es wird sich normalisieren und dann alles wieder gut. So. Oh ne, die Batterien werden trotzdem noch beschädigt. Warum heizen die so auf? Das Solarmodul hat 20 Grad und die Batterien 128,9. Heizungsschaden. Also das würde mich noch interessieren, wenn da von euch jemand eine Idee dazu hat, warum die Batterien hier überhitzen. Ich habe keinen. Eine letzte Bunkertür. Weiter. No. Mission. Und was fehlt noch? Richtig, der Strom. Dann gerne noch mal die Scanner bauen. Ja,
Warum bauen die denn die hier jetzt nicht fertig? Machen wir da nochmal Leitern mehr mit hin. Vielleicht geht's dann. Qualität 10%, Schlüsselqualität 27%. Ja, diese überhitzenden Batterien nerven mich schon ein bisschen, muss ich sagen. Ja, okay, jetzt haben wir zwar noch ein paar Besucher auf dem Krankenbett gehabt. Aber insgesamt hatte ich diese Folge fast chaotischer befürchtet, wenn ich da einfach hochstürme und baue. Aber wir sind da halbwegs glimpflich davongekommen. Und ja, dann würde ich an dieser Stelle einfach mal versuchen, ein paar Schlussworte zu finden für diese Kolonie. Ja, wir haben, glaube ich, sehr viel Zeit in diese Kolonie investiert. Das kann man hier auch, glaube ich, sehen. 43,24 Stunden. Da ich außer vielleicht ein Zyklus oder zwei, weiß ich nicht, das Spiel habe laufen lassen während dieser Geschichte hier mit dem Gas abpumpen, wart ihr immer dabei. Das heißt, für diejenigen, die alle Videos gesehen habt, ihr habt 43 und über 43 Stunden ja, mir hier beim Let's Playen, sondern ich das einfach mal zugeschaut und ja, dafür kann ich eigentlich nur ein riesengroßes Dankeschön sagen, ein riesengroßes Kompliment loswerden an euch alle, dass ihr so fleißig kommentiert, immer fleißig den Daumen nach oben drückt und Daumen nach oben drückt, war das richtig? Ja, egal. Auf jeden Fall danke dafür und ja, wir sind mittlerweile bei über 285 Abonnenten. Hätte ich nicht für möglich gehalten vor ja, einem guten halben Jahr, als ich angefangen bin. Und mir macht es riesig Spaß. Ich hoffe, euch macht es auch riesig Spaß. Und dann sehen wir uns ganz bestimmt in einem der nächsten Videos und in einer der nächsten Kolonien wieder. Also, Dankeschön und bis bald. Bye, bye.